this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Dienstagabend, ja genau, Dienstagabend, 4. September, eine Woche bevor der 11. September sich wieder mal jährt, habe ich mich eingefunden mit meinen Brüdern Michael und Viktor, um eine weitere Lesung zu machen aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, wo wir immer noch natürlich in Kapitel 10 sind. Das da heißt, wie heißt das denn? Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Nationalsozialismus und die katholische Aktion, genau. Und da möchte ich natürlich gerne meine beiden Brüder in Deutschland begrüßen. Erst den Michael, der nicht so weit weg ist, und dann den Viktor, der ein bisschen weiter weg wohnt. Hallo Michael, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung. Und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ja, hallo allerseits. Heute Abend auch wieder mit meiner Wenigkeit. Und dann werden wir mal schauen, wie denn der damalige Kreuzzug denn so vonstatten ging. Ja, und nicht nur der Kreuzzug, vor allen Dingen, was die katholische Aktion ist. Aber da hat Viktor ja vielleicht ein Wort drüber. Herzlich willkommen auch, Viktor. Moin, moin, hallo. Ja, ich denke, wir haben da ja soweit schon das ganz gut vertieft in den letzten beiden Lesungen, was die katholische Aktion, ja, welche Merkmale sie beinhaltet oder sie auszeichnet. Und ja, darüber hinaus, denke ich, haben wir auch ganz gut Aspekte noch beleuchtet, die sowohl auch die Bibel oder auch unsere Zeit heute betreffen. Und ansonsten, ja, können wir gerne dann mit der Lesung fortfahren. Ja, finde ich auch. Über die katholische Aktion, über die wir gerade eben sprachen. Wir müssen uns davon bewusst sein, wenn wir hier in diesem Kapitel darüber sprechen, die katholische Aktion, das sind ja hier ausgeteilt in 4 Punkten, die wir ja besprochen haben. Und was die Ziele dieser katholischen Aktion sind und was die Ziele dieses Kreuzzuges sind. Die katholische Aktion, die kennt im Grunde 2 Gesichter, 2 Richtungen, auf die sie funktioniert. Das ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber ich habe ja Tom Fress seine Lesung in Englisch 2-mal oder 3-mal, 2-mal vollständig, glaube ich, und 1-mal angebrochen, verfolgt von The Global Vatican, der globale Vatikan. Und da ist er sehr gut darauf eingegangen, auf die Soft Power und Hard Power, wie man das im Englischen nennt. Also die sanfte Gewalt und die brutale Gewalt, nenne ich es mal im Deutschen. Das sind nämlich die 2 Aktionen, mit denen der Vatikan seine katholische Aktion steuert. Die sanfte Gewalt, the soft power, das ist, wenn die römisch-katholische Kirche sich ganz zahm gibt, ja, mehr oder weniger wie ein zahnloser Tiger, und wenn sie versucht, ihre Politik zu erreichen, durch natürlich Infiltration und Subversion und solche Sachen, aber halt noch auf einer sanften Art und Weise, auf eine vorsichtige, sachte Art und Weise. Und wenn sie das probiert, über die ihre Dogmen, also die Dogmen der katholischen Kirche, wenn sie halt sanftmütig spricht und sagt, so und so ist Gottes Wort oder unsere Auslegung davon und so weiter. Das ist alles die sanfte Aktion, die Soft Power, also die sanfte Macht des Vatikan in der katholischen Aktion. Und dann gibt es auch noch die Hard Power, ja, die harte Macht, wie sie das ausführt. Und das ist jeweils dann, wenn die Kirche in den Krieg zieht. Und sie bedient sich beider. Sie bedient sich der sanften Macht und der brutalen Macht. Und sie mixt sie auch immer wieder durcheinander. Und viele Nationen verlieren sich in der Zwischenzeit darin, dass sie überhaupt nicht mehr begreifen, was überhaupt mit ihnen passiert. Nach dem Motto, die kriegen das eine nach dem anderen um die Ohren geschlagen und können vor lauter links und rechts gar nicht mehr gerade ausgucken. Und das ist ungefähr die Politik der römisch-katholischen Kirche. Sie dient zur Verwirrung und sie dient dazu, mit der sanften Macht und mit der brutalen Macht dafür zu sorgen, dass die römisch-katholische Kirchenagenda sich durchsetzt. Und das müssen wir immer bei der katholischen Aktion hier berücksichtigen. Nun, wir sind an das Ende von Seite 2 gekommen, bis zu diesem Wort alle. Wir hatten gestern diesen Absatz hier gelesen. Wir hatten gestern auch das Zitat von dem Jesuitengeneral Werns gelesen. Nur hatte ich gestern das noch nicht geschafft, das irgendwie vorzubereiten. Und heute auch nicht wirklich. Aber ich habe mir den Werns nochmal angeguckt, weil mich nervte, dass ich zudem kein Bild hatte.
Also möchte ich mal eben vorlesen, was der Autor hier sagt in diesem letzten Absatz, den wir gestern schon gelesen hatten. Alle diese Ziele und Pläne für eine liberale evangelikale Reform fielen jedoch in die ausdrückliche Verurteilung religiöser Toleranz und der liberalen demokratischen Idee der von den Jesuiten kontrollierten Päpste während der letzten 150 Jahre. Ja, also diese, wie er es hier sagt, liberale Form und religiöse Toleranz der römisch-katholischen Kirche, das ist die sanfte Macht. Ja, das ist auch nicht die brutale, das ist die sanfte. Ja, wir sind mal tolerant, wir machen mal Kompromisse oder wir geben den Anschein von, dass wir Kompromisse machen und wir locken auf diese Art und Weise die Leute in die römisch-katholische Falle. Nun, der verstorbene General der Jesuiten, Werns, sagt in seiner Abhandlung über das Kirchenrecht, was wir gleich lesen werden, aber ich möchte euch mal eben hier diesen Artikel zeigen von Wikipedia über Franz Xaver Werns, dass wir wissen, mit welcher Person wir es zu tun haben. Er wurde geboren am 4. Dezember 1842 in Rottweil und starb 1914 in Rom. Er war der 25. General der Societas Jesu. Seine ganze Ausbildung ist natürlich in dem Punkt interessant, weil wir hier über Maria Laach sprechen. Maria Laach kennen wir ja bereits als einen sehr interessanten Ort, den wir bereits angeholt hatten in den Lesungen Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber es sind immer wieder dieselben Dinge, die hier auftauchen. Maria Laach in diesem Fall, wo der Werns ausgebildet wurde. Dann war er in Deutschland tätig bis 1871, als er seine Priesterweihe empfing und ist dann am Gymnasium 1872-73 am Gymnasium in Feldkirch gewesen. Und müssen wir hierbei berücksichtigen, 1872 kam durch das Jesuitengesetz von Bismarck ein Verbot der Jesuiten in Deutschland. Deswegen berief man ihn für 7 Jahre als Professor für Kirchenrecht an die Ordenskollegien in Ditton Hall in England und St. Benno in Wales, also in der Zeit, wo in Deutschland die Jesuiten verboten wurden. Dann nahm er einen Ruf an die päpstliche Universität Gregoriana an und lehrte dort als Professor für Kirchenrecht bis 1906. Die beiden letzten Jahre stand er in dieser Universität als Rektor vor. Dazu müssen wir wissen, dass die Rektoren einer solchen Universität immer, und das ist damals und bis heute so, diese Rektoren werden immer vom General der Jesuiten selbst ernannt. Der nimmt sich die Freiheit, diese wichtigen Rektoren nicht nur der Universität Gregoriana in Rom, also der römischen Universität dort, sondern auch von anderen wichtigen Universitäten, um diese selbst zu benennen. Also zum Beispiel heutzutage den Rektor der Universität von Georgetown in den Vereinigten Staaten von Amerika, um mal ein Beispiel zu nennen. Dann wählte man ihn 1906 in die päpstliche Kommission für die Kodifikation des kanonischen Rechts und als Mitglied dieser Kommission war er auch Mitarbeiter am Codex Iuris Canonici. Nun interessant ist, was wir hier im nächsten Satz lesen, nämlich als der 24. General des Ordens Louis Martin starb, wählte die Generalversammlung am 8. September 1906 Xaver Werns zum 25. General des Ordens. Gleichzeitig mit ihm, der also hier General des Ordens wurde, gleichzeitig mit seiner Ernennung als Generalobersten wurde ihm Wladimir Ledokowski als Ordenssekretär zur Seite gestellt. Und wer ist Wladimir Ledokowski? Den sehen wir hier klein im Bild. Ein polnischer Adliger, der dann später der 26. Generalobere der Societas Jesu wurde und der in der Zeit des Dritten Reiches bis 1900, schlag mich tot, ich meine 40 oder sowas, General der Jesuiten war. Kann man ja mal eben reinschauen. Bis wann hat er gelebt? Bis 42, sieht das war's. Genau. Ja. Und dann wollte ich mal eben ein Bild zeigen von dem Werns und dann können wir uns das Bild angucken in der Zwischenzeit, wenn ich hier das Zitat vorlese, was der Werns in seiner Abhandlung über das Kirchenrecht sagt. Da haben wir ja gerade eben gelernt, dass er da in eine spezielle Kommission einbezogen wurde ab 1906, oder besser gesagt bis 1906, bevor er dann General der Jesuiten wurde. Und da sagt er, Zitat, in Bezug auf die Beziehungen der katholischen Kirche zu anderen religiösen Vereinigungen, also damit meint er protestantische eben andere Kirchen, besteht kein Zweifel, dass alle religiösen Vereinigungen von Ungläubigen und allen christlichen Sekten von der katholischen Kirche als völlig illegitim und ohne jegliches Existenzrecht angesehen werden. Also wir wissen, dass das, was wir dann ab 1965 im Zweiten Vatikanischen Konzil, kann ich jetzt hier nicht anstreichen, was wir im Zweiten Vatikanischen Konzil getrennte Brüder, die Heretiker nennen, und
die oftmals die Töchter, ja, der römisch-katholischen Kirche, diese abtrünnigen Töchter, wie zum Beispiel die lutheranische, die Methodisten, die Baptistenkirche, die Calvinisten und so weiter, die nennt er hier als von der katholischen Kirche völlig illegitime und ohne jegliches Existenzrecht anzusehen müssen. Diese Organisationen sind formell Rebellen gegen die Kirche. Damit gebraucht er genau den Ausdruck, den der Erzbischof von Reggio auf der 17. Sitzung des Konzils von Trient zwischen 45 und 63 im 16. Jahrhundert gebraucht hatte, als er den Reformatoren vorwarf, dass sie nur Rebellen seien, da sie eben nicht an die Bibel und die Bibel allein sich halten, was man darin sehen könne, dass sie nicht den Sabbat halten, sondern den Sonntag, der lediglich von der römisch-katholischen Kirche ordiniert ist. Ja? Diese Organisationen sind Rebellen gegen die Kirche. Also alles, was der die Reformation hervorgebracht hat, ist in Rebellion gegen die einzige wahre Kirche, außer derer keine Erlösung auf dieser Welt zu finden ist. Das sind die Worte von dem Xaver Werns hier. Also, als Konsequenz ist jeder in schwerem Irrtum, der glaubt, dass die verschiedenen religiösen Sekten, wie zum Beispiel die Anglikaner, die Lutheraner, die orthodoxen Katholiken, aber eben auch Methodisten und Baptisten und all diese ganzen Richtungen legitime Teile einer universalen Kirche Christi darstellen und dass sie in irgendeiner Weise Nebenzweige der katholischen Kirche oder Schwesterkirchen sind. Also das, was wir anders gehört haben, dann im Zweiten Vatikanischen Konzil, wo wir wieder auf die sanfte Gewalt übergegangen sind, auf Infiltration, das lehnt der Werns Anfang des 20. Jahrhunderts hier ganz deutlich ab und sagt, all diese abtrünnigen Kirchen sind keine Schwesterkirchen. Sie sind auch keine Nebenzweige der römisch-katholischen Kirche, sondern sie sind Rebellen. So, soweit das Zitat von dem Xavier Werns. Gegen diese Hoffnung auf eine echte katholische Reform, die eine tolerante, evangelikale, katholisch-christliche Kirche hervorgebracht hätte, räumten die Jesuiten das Feld für eine absolut totalitäre Einrichtung im Katholizismus, um Hand in Hand mit dem nazifaschistischen Regime in der weltlichen Ordnung zu dominieren. Eben Staat und Kirche zusammen. Ja, da haben wir wieder ein Beispiel davon. Auf ihrer Seite hatten sie Hitler selbst, der sich, was die Verurteilung religiöser Toleranz betrifft, immer als ein besserer Katholik erwiesen hat als der gewöhnliche europäische Priester und viele Bischöfe. Mit anderen Worten, Adolf Hitler war ein ultramontaner Katholik. In Mein Kampf unterstützt und billigt er die dogmatische Intoleranz der Vatikanpartei in der katholischen Kirche. Nur, es ist nicht Adolf Hitler, der in Mein Kampf das unterstützt, sondern wir müssen daran denken, dass dieses Buch von dem Jesuiten Pater Stempfle geschrieben wurde. Also bedeutet es, dass die Jesuiten in Mein Kampf die dogmatische Intoleranz der Vatikanpartei in der katholischen Kirche billigen und unterstützen. Wie die Jesuiten hält er religiöse Toleranz, also da sprechen wir dann wieder über Hitler, für ein wirksames Instrument zur Begründung und Unterstützung der liberalen Ziele der Juden und Freimaurer. Sein Hauptgrund für die Anklage gegen den Klerus der Zentrumspartei in Deutschland war, dass sie sich von der Idee der Toleranz überzeugen ließen und Allianzen mit diesen Todfeinden der christlichen Religion schlossen. Er sieht seine Hauptaufgabe in der Bekämpfung dieser bedauerlichen Situation, von der die Religion so sehr gelitten hat. Er verurteilt auch den Protestantismus für seine toleranten Einstellungen hinsichtlich des Judentums. Er fügt jedoch hinzu, dass, Zitat, der gläubige Protestant, der dem Nationalsozialismus angehört, Seite an Seite mit dem glühenden Katholiken stehen könnte, ohne dass seine religiösen Überzeugungen dadurch beeinträchtigt würden. Na, das ist ein Zitat aus dem Buch Mein Kampf, denke ich jetzt mal eben. Ne? Dafür muss man aber dann ganz schöne Kompromisse eingehen, dass man als gläubiger Protestant
erstens dem Nationalsozialismus angehören kann, das ist schon mal einen furchtbaren Kompromiss eingehen, und zweitens, dass man Seite an Seite mit einem glühenden Katholiken stehen könnte, ohne meine religiösen Überzeugungen dadurch zu beeinträchtigen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Bibel lehrt etwas anderes als Nationalsozialismus und lehrt etwas anderes, als wofür ein glühender Katholik einsteht. Und da müssen wir uns immer ganz bewusst von sein. Gut, dann nehmen wir mal wieder ein anderes Bild hier eben mit bei. Ich finde das hier so schön. Die Spinne der römisch-katholischen Kirche, die Deutschland ins Netz gesponnen hat. Diese Hinwendung der Katholiken zu den liberalen Tendenzen der religiösen Toleranz wurde von den Jesuiten als die Protestantisierung des Katholizismus angesehen. Naja, ist doch logisch. Wenn die Katholiken vom ultramontanen, fundamentalistischen, tridentinischen Standpunkt abweichen, dann kann das ja nur eine Protestantisierung sein, also eine Liberalisierung. Ja? Und um dies zu korrigieren, hielten sie drastische Strafmaßnahmen für unerlässlich. Der verstorbene Jesuit Kardinal Billot drückt wahre jesuitische Verachtung für diese Hingabe des weltlichen Klerus an liberalisierende Tendenzen aus und befürwortet auch die Strenge, die ihnen beigemessen werden sollte, wenn er davon spricht, Zitat, die armen kleinen Pfarrer, die den größten Teil unserer religiösen Zeitungen und Zeitschriften mit ihren Reden füllen und dadurch eine neue Apologetik zu schaffen, die die Wunder ersetzt, die das 20. Jahrhundert nicht mehr versteht. Es gibt nur zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist die Peitsche. Ja? Apologetik ist also eine Entschuldigung. Das ist ja auch eine Entschuldigungslehre, die auch aus dem 19. Jahrhundert kommt. Ja? Dies, was hier der Kardinal Billo sagt, steht in perfekter Übereinstimmung mit Mussolinis Symbol der Faschis oder Bündel von Ruten, die er und sein Nazi-Partner so rücksichtslos eingesetzt haben, um Europa von jeder Spur von Freiheit und Toleranz heimzusuchen. Diese Faschis, wie das hier übersetzt ist, die möchte ich euch dann mal eben zeigen, für diejenigen, die vielleicht dann mit nichts anfangen können. Im Englischen nennt man das die Fasci. Im amerikanischen Kongress sind die sehr groß und deutlich abgebildet. Ich habe aber wohl auch noch ein paar andere Bilder dafür. Wollen wir eben gucken. Einmal natürlich dieses Bild, um es mal eben ganz deutlich zu machen. Das ist ein Fasces. Das ist ein römisches Machtsymbol, ein Bündel, ein Rutenbündel, ja, also Ruten bei eingebunden und dann durch eine Axt zusammengehalten. Das ist ein Machtsymbol bereits der alten Römer. Das sehen wir dann hier auch mal in einer Münze von den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich ja eigentlich ein protestantisches Land nennen, die aber hier auf ihrer One Dime, also das ist glaube ich eine 10-Cent-Münze, ne? One Dime, auf der Rückseite der Münze hier also das Fasci abbilden. Hier oben seht ihr das Lektorenbündel, nennt man das auch, dieses Rutenbündel. Und dann eben zusammengebunden und hier oben der Kopf einer Axt eben drauf. Das ist das Fasci oder Fasces, wie man es im Deutschen nennt. Und man kann das auch sehr schön sehen im amerikanischen Kongress. Hier zum Beispiel, wo der Papst Franziskus in 2015 da aufgetreten ist. Und da sehen wir hier auf dieser Seite und hier auf dieser Seite sehen wir zwei Fasces. Tapasorsi hat in seinem Buch Rulers of Evil, glaube ich, hat er es in dem Buch geschrieben, oder es war in dem Interview, wo er es erwähnt hat, da meinte er, dass die in Amerika im Kongress eingerichtet wurden 1945. Was ja eigentlich ganz, zwischen Anführungszeichen, witzig wäre, dass man genau in dem Jahr, wo man den Nationalsozialismus in Deutschland besiegt, dann diese römischen Lektorenbündel, die in Deutschland als Zeichen der römisch-katholischen Macht präsentiert waren, nach Amerika importiert in den Kongress hinein. Nun, vielleicht hat man sie 1945 erneuert. Das kann sein. Ansonsten ist da unser Autor Tapasorsi von Rulers of Evil einer Falschinformation aufgesessen, weil hier sehen wir den alten Kongress, das ist zur Zeit, wo Woodrow Wilson, der ja Präsident war, zur Zeit des Ersten Weltkrieges bereits, und da sehen wir hier
einen Faschi und da sehen wir hier einen Faschi, auch im Kongress. Ja? Jetzt will ich nicht sagen, dass das dieselben sind wie die anderen, vielleicht haben sie sie 45 erneuert, aber die waren ja schon zur Zeit des Ersten Weltkrieges im Kongress der Vereinigten Staaten abgebildet, die Faschi. Als, das darf man nicht vergessen, das sind Machtsymbole der römisch-katholischen Kirche. Kann mir mal einer von euch beiden, dass ihr auch mal ein bisschen zu Worte kommt, erklären, was römisch-katholische Machtsymbole wie die Faschis in einem Kongress eines Landes zu suchen haben, das von sich behauptet, ein protestantisches Land zu sein? Victor, Michael? Ich wollte gerade einen Kommentar absetzen, aber bitte. Ich wollte hier ausreden lassen. Gutes Timing, ne? Ja, ja. Mir fällt da eben im Zusammenhang mit Faschi immer Faschismus ein. Mhm, ja, natürlich. Und ich meine, Mussolini als quasi Römer hat ja da sicherlich da den Vorreiter gespielt, um diese Regierungsform mal so im Äußeren mal so auszuprobieren. Ich finde es immer den Gag, dass man gerade jetzt Deutschland den Vorwurf gemacht hat, wobei der Faschismus ja in Italien eigentlich viel früher eingeführt worden ist. Und zum Zweiten jetzt durch römische Machtsymbole. Wir wissen ja, dass die USA das zweite Tier der Offenbarung ist. Also wir wissen das, aber viele da draußen wissen es wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es halt einfach nur zwangsläufig, dass sich diese römischen Symbole, wie beispielsweise die Baukunst, die man ja sieht am Beispiel des Kapitols und jetzt auch die Faschi und die Lorbeerkränze und, sich dann halt auch in der amerikanischen, in Anführungsstrichen, Kultur dann halt wiederfinden. Und dann muss man halt einfach nicht mehr allzu weit denken, um mal die Parallelen zwischen der damaligen Weltmacht Rom, also der alten Weltordnung sozusagen, Rom, Heiliges Römisches Reich deutscher Nationen, beziehungsweise überhaupt Rom zu Zeiten Jesus Christus als weltumfassendes Reich in Anführungsstrichen der alten Weltordnung zu betrachten und jetzt mal die letzten Jahrzehnte hindurch die Vereinigten Staaten von Amerika als Nachfolgeorganisation sozusagen, als heutiges Rom zu bezeichnen, wobei, soweit ich mir bekannt, ja auch Washington in der allerersten Gründungsurkunde der Stadt auch mal Rom gehießen hat und Washington selber auch einige Parallelen zu Rom aufweist. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man halt sich mal schaut, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ja selber auch so ähnlich sind wie die Vereinigten Staaten von Europa, könnte man ja dann auch schon mal auf eine Parallele kommen, dass halt die Vereinigten Staaten von Amerika nichts anderes sind als ein Zusammenschluss und einer Vorgaukelung einer Demokratie, denn so die direkte Demokratie gibt es ja auch in den Vereinigten Staaten eben nicht. Da wird halt indirekt gewählt oder über Wahlmänner. Da werden den Kandidaten halt zwei Gerichte gereicht. Auf der einen Seite die Republikaner, auf der anderen Seite die Demokraten. Und die Leute dürfen dann abstimmen, welches Gesicht ihnen besser gefällt. Aber im Endeffekt eine wirkliche Demokratie oder eine wirkliche Republik, eine wirkliche Mitbestimmung der Bürger in dem Sinne, gibt es auch in den Vereinigten Staaten eben nicht. Und ich denke mal, dass wir da nicht allzu weit weg sind, wenn wir die Parallele zu Rom ziehen, zum Römischen Reich, indem wir halt einfach sagen, gut, damals gab es halt auch einen Senat in Rom und damals gab es halt auch einen Cäsar. Und so wird ja auch der Papst heute noch bezeichnet oder bezeichnet sich, glaube ich, selber. Und bevor ich mich jetzt hier völlig verfranse, weil ich heute Abend dann doch nicht so ganz hundertprozentig dabei bin, ich wollte es einfach damit belassen, Römisches Reich und die Vereinigten Staaten von Amerika haben mehr gemeinsam, als man glaubt. Und vor allen Dingen haben sie einen biblischen Hintergrund. Wenn man sich die Offenbarung durchliest mit dem Tier aus dem Meer, dann und dem zweiten Tier, was daraus erfolgt, kann man nicht anderes schlussfolgern, als dass die Vereinigten Staaten von Amerika der militärische Arm der römisch-katholischen Kirche ist. Deswegen wurden sie auch von dem militärischen Arm der römisch-katholischen Kirche, den Jesuiten, gegründet. Hast du sehr gut erklärt. Ich habe hier extra das Bild eingeblendet. Ich war danach auf Suche von Justin Dewey Fulton. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Washington in the Lap of Rome, also Washington im Schoße Roms. Das Buch ist von 1888 und macht ganz deutlich den Punkt, den du angeholt hast. Nicht nur das Kapitol, das Weiße Haus, es gibt noch viele andere Gebäude, die in den Vereinigten Staaten von Amerika sind, nach dem römischen Baustil. Ja, hast du sehr gut erwähnt. Deswegen auch von Justin Dewey Fulton ist dieses Bild empfunden, dieses Cover des Buches.
wo das eben ganz deutlich mit draufsteht. Und dann wird das zusammengehalten von einem Rosenkranz. Ja. Also das war schon eine sehr gute Bemerkung, die du gemacht hast, wo du meintest, dass Rom ja früher auch, also dass Washington früher auch Rom hieß. Ja, das ist in den Landeignungspapieren, also in den Landregistern von 1663 in den damaligen Kolonien so aufgezeichnet, dass damals Washington noch Rom hieß. Und der Fluss Potomac, der durch Rom fließt, durch Washington fließt, der hieß damals Tiber, ja, Tiber, wie der Tiber, der durch Rom in Italien fließt. Also es war eine Spiegelstadt dessen. Und Washington oder dieses Rom in District of Columbia, ja, Columbia kennen wir ja auch, das ist ja die Freiheitsstatue, die Semiramis darstellt, ne? Und Columbia ist ja ein anderer Name nur für die Himmelskönigin. Ja? Also Washington, das im Distrikt von Kolumbien steht, ist auch ein ehemaliges Sumpfgebiet, genau wie es das Rom in Italien damals war. Auch das haben sie gemeint. Und was viele Leute nicht wissen, was auch mal interessant ist, Washington in Amerika und Rom in Italien sind Schwesterstädte. Ja? Sind verschwestert. Auch ein Fakt, den viele Leute vielleicht nicht kennen. Von daher hatte ich mal eben hier die Bilder mit rausgeholt. Ja, und dann, was du sagtest über den Kaiser natürlich, da haben wir ja das berühmte Bild, das ich schon öfter mal gezeigt hatte, hier von, ja, kannst du jetzt mal aufgehen, hier von dem Papst Franziskus bei seinem Einmarsch in den Kongress 2015, als er da gesprochen hatte. All Hail Caesar oder Alle Heil an Caesar. Das ist ein Ausdruck von Antichrist Papst Pius IX. Aus dem 19. Jahrhundert in seinem Discorsi auf Seite 253, in dem Papst Pius IX. Sagt, der Caesar, der euch jetzt anspricht oder sich an euch adressiert und dem alleine Gehorsam und Treue zustehen. Ganz deutlich nimmt hiermit der Pontifex Maximus eine zivile Rolle ein als Kaiser auf der einen Seite, als Cäsar, weil was anderes heißt Kaiser ja nicht oder Cäsar nicht. Und natürlich ist er daneben auch das Oberhaupt der Kirche, also die Verschmelzung von Staat und Kirche, wie wir das hier in dem Discorsi von Papst Pius IX. Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits sehen. Hast du noch eine Bemerkung dazu, Michael? Ja, man bräuchte ja noch nicht mal die Bemerkung von dem Papst. Man könnte ja sich ja beispielsweise die vatikanische Flagge anschauen und würde sehen, dass der Papst ja auch die weltliche Macht für sich beansprucht, dass die sich der geistigen Macht untertan macht, indem halt der silberne unter dem goldenen Schlüssel liegt. Und vor allen Dingen gibt es ja noch die Parallele mit dem Pontifex Maximus, dass da im Römischen Reich verschiedene Cäsaren, also Kaiser, auch auf den Münzen eingeprägt PM, Pontifex Maximus, großer Brückenbauer sind und gleichzeitig dann auch die spirituelle Macht für sich beanspruchen. Und der Papst macht ja genau dasselbe. Er benutzt ja sogar denselben Titel wie viele der Cäsaren aus dem Römischen Reich. Ne? Von daher ist er ja halt einfach, sieht er sich ja selber schon als Cäsar, ohne dass er das aussprechen müsste, aber indem er sich denselben Titel selber dann gibt als Pontifex Maximus. Ja, man kann es nur nicht oft genug wiederholen, ne? Weil die Lüge wird auch so oft wiederholt und dann ist es auch nicht verkehrt, das auch mal hier zu wiederholen. Ja. Viktor, hast du auch dazu noch etwas beizutragen vielleicht? Also ich fand, das habt ihr ganz gut durchleuchtet und ja, ist an sich ganz interessant so, ne? Diese Metamorphose von einst protestantischen Kolonien zu einer Abbildung des Heiligen Römischen Reiches, ne? Ja. Aber genauso steht es ja auch in Offenbarung bereits vorher geschrieben, dass das so passieren wird. Ne? Das Problem ist, dass die meisten Amerikaner das überhaupt nicht verstehen. Sie meinen, dass ihr Land von Protestanten gegründet wurde, ja? Wie zum Beispiel George Washington. Nur George Washington war kein Protestant. George Washington war ein Katholik bis zu seinem Sterbebett und war ein Freimaurer. Und das sieht man unter anderem auch bei der Grundsteinlegung des Kapitols und so weiter und so weiter. Wo er das in freimaurerischer Regalia gemacht hat, also in freimaurerischer Kleidung, den Grundstein da gelegt hat. Ne? Wo ein Mann sich als Frau verkleidet hat. Ja, ja, so kann man das auch passend nennen, ja.
Das ist Das ist das richtig. größte trojanische Pferd aller Zeiten, ne? Ja, da hatten wir auch schon drüber diskutiert und gesprochen. Ja, wie gesagt, das mit den Faschis hier fand ich mal ganz interessant, um euch das zu zeigen. Das war also schon zu der Zeit, als hier 1917 am 2. April, da ist dieses Bild genommen, als der amerikanische Präsident Woodrow Wilson den Kongress aufgefordert hat, Deutschland den Krieg zu erklären. Und da waren die Faschis, also die Faschis eben auch schon da im Kongress anwesend. Gut, fahren wir noch ein wenig fort in dem Buch. Die katholische Aktion, wie der Nazifaschismus, begann angeblich als Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus, der, wie die Jesuiten sagen, nur die radikale Abwendung des protestantischen Prinzips der Trennung von Kirche und Staat ist. Tja, der gottlose Kommunismus ist ja auch von den Jesuiten eingeführt. Ich habe gerade heute auf meinem Kanal den englischen Teil hochgeladen, ja, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das habe ich ja das ganze Buch in Deutsch bereits hochgeladen vor einiger Zeit. Gerade heute habe ich den vierten Teil hochgeladen, der heißt Die Amerikas, also Amerika, der jesuitische Staat von Paraguay. Genau da geht es drum, wo sie damals mit den Reduktionen in Paraguay, wie ich ja auch in Deutsch weit und breit erklärt habe, wie sie mit den Reduktionen in Paraguay im Grunde den Kommunismus bereits errichtet haben. Dieser gottlose Kommunismus, der auf der linken Seite der politischen Uhr spielt, wird genauso von den Jesuiten gesteuert wie der nationalsozialistische Faschismus, der auf der rechten Seite spielt. Und so spielen die beiden sich gegeneinander aus und das Pendel der Großvateruhr, ja, immer wieder schlägt von rechts, von Faschismus nach links zu Kommunismus und von Kommunismus wieder nach rechts zum Faschismus, hin und her. Und in der Zwischenzeit werden alle gottgläubigen, bibelgläubigen, sabbathaltenden Christen verfolgt und werden dazwischen zerdrückt von dieser Bewegung des Pendels. Genau das ist die Agenda des Antichristen. Ja? Also, die katholische Aktion, wie der Nazifaschismus, begann angeblich als Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus. Nein, ich meine, dass man den Nazifaschismus viel früher bereits in die Anfänge legen kann, weil, wie wir ja gelernt haben, aufgrund der Aussage von der Civita Catholica, wo wir gelesen hatten, dass Faschismus das Regime ist, das sich am dichtesten den Konzepten der römisch-katholischen Kirche anlehnt, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Faschismus bereits genau das ist, was wir damals im alten Rom hatten, im heidnischen Rom, und dass das päpstliche Rom diesen Brauch eigentlich nur übernommen hat und immer da einsetzt, wo es ihm gut auskommt. Zuletzt, so wie wir eben jetzt gerade lesen, im Dritten Reich in Deutschland im 20. Jahrhundert. Sie behaupten, dass der Kommunismus das Extrem des Protestantismus ist. Ja, also nur weil wir nach dem Motto in der Bibel und da, von daher im Protestantismus mehr oder weniger akzeptieren, dass wir alle gleich sind, sind wir noch lange nicht im Kommunismus. Weil das Reich von Jesus Christus, was er ergründen will und wo er sagt, es gibt keine Hierarchie, außer er ist das Haupt der Kirche und wir alle sind Brüder und Schwestern, dass wir gleich sind, heißt noch lange nicht, das mit Kommunismus gleichzusetzen. Ja? Aber Außerdem ist Kommunismus und der Sozialismus, der es ja eigentlich mehr war, weil wirklich Kommunismus praktiziert auf dieser Erde wurde ja noch nie. Es war ja immer eine Form des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus, ist eine ganz andere Form als das, was man unter dem Reich Gottes verstehen muss. Nur weil wir alle zwischen Anführungszeichen gleich sind, ja, leben wir noch lange nicht im Kommunismus. Von daher, dass diese Behauptung, der Kommunismus ist das Extrem des Protestantismus, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Aber bitte, Michael, was hast du dazu Ja, zu sagen? das stimmt schon, aber aus Sicht der römischen Kirche, ich lasse das Katholische einfach mal weg, aus Sicht der römischen Kirche ist es ja nur folgerichtig, sich einen Gegner aufzubauen, denn die römische Kirche ist ja im Prinzip der Kapitalismus pur. Da geht es ja letzten Endes nur um Gewinn. Na, nee, da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir bei Kommunismus von einer Art Sozialismus sprechen, ja? Und beim Faschismus oder beim Nationalsozialismus sprechen wir auch über Sozialismus. Nur der Nationalsozialismus ist rechtspolitisch parteiisch gesinnt und
der Kommunismus, Sozialismus ist mehr linksparteiisch gesinnt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, du hast nicht gerade verstanden den Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das ist in der römisch-katholischen Kirche sind ja letzten Endes die ganzen gut situierten Menschen damals wie heute gewesen. Ja, die meisten sind ja heutzutage auch in der CDU und damit halt römisch-katholisch. Und ich denke mal, das war so ein bisschen darauf bezogen, dass man dann gesagt hat, naja, Protestanten, das sind so ein bisschen so die Mittellosen, die Leute, die halt die haben nichts, die nichts haben, die protestieren einfach nur. Aus Sicht der römischen Kirche, die mit ihrem unendlichen Reichtum ja auch protzt, mit ihrem goldenen Becher, mit ihren Diamanten, mit ihrem ganzen Prunk, den ganzen Kirchen, den ganzen Barock und. Ist es ja nur folgerichtig, den Protestantismus dann als Kommunismus und als Bedrohung für ihre eigenen Mitglieder quasi da zu dämonisieren. Darum und für ihren Reichtum, ja. Ja, ja. Im Grunde könnte man sagen, ja, die römisch-katholische Kirche steht für den Oligarchismus, ne, die Oligarchie. Ja. Ne? Ja. Ja. Das ist schon ganz richtig. Und sie gebraucht natürlich immer das Bild, das ihr gerade in den Kram passt. Entweder ist es ein zum rechten politischen Spektrum hingehender Sozialismus oder ein zum linken politischen Spektrum hingehender Sozialismus. Aber es bleibt Sozialismus. Das ist ja etwas, was die meisten, ich sage jetzt mal zwischen Anführungszeichen Nazis, ja, diese meisten, die heute sich als Rechtsradikale in Deutschland zum Beispiel nennen und rumlaufen, was die noch überhaupt nicht verstanden haben, die sind auch nicht besser als die Kommunisten, weil sie wollen auch Sozialismus. Das haben die überhaupt nicht begriffen. Bis heute noch nicht. Ja, weil du letztes Mal angeführt hast in einer der letzten Lesungen hier in diesem Buch, dass halt auch die reichen Oberen, die etwas zu verlieren haben, halt, dass denen die Moral egal ist, Hauptsache ihr Reichtum versiegt nicht. Richtig. Und das ist doch in Russland damals, in der Sowjetunion, doch nicht anders gewesen als im Westen hier bei uns. Das ist doch dasselbe, ne? Die Leute wollen ihren Reichtum beschützen, richtig? Ja, ich meine, als die Sowjetunion untergegangen ist, dann sind da auf einmal Firmen rausgekommen, wie dann später Gazprom und was weiß ich waren. Die Russen haben doch heute viele, viele Multimillionäre. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Die müssen doch ihr Guthaben, ihr Wohlhaben, müssen die doch bereits aufgebaut haben in der Zeit des damaligen Kommunismus. Ob man das jetzt im Kommunismus hat, wo alles mehr oder weniger kontrolliert ist, oder im Westen, wo alles mehr oder weniger angeblich unkontrolliert und so viel freier war, spielt doch im Grunde keine Rolle. Das System letztendlich ist dasselbe. Und das System ist, und das ist eigentlich das, wofür die römisch-katholische Kirche steht, das sollten wir ja nie vergessen, das Zusammenspiel, wie du ja auch schon recht richtig angeführt hast, Michael, zwischen Kirche und Staat. Und wenn der Staat gleichzeitig dann der Eigentümer ist des ganzen Wohlstandes, dadurch, dass der Staat die ganzen Firmen, also die Wirtschaft, kontrolliert und sich ihm genehme Leute in die Position setzt, um die Wirtschaft zu am Laufen zu halten und durchzusetzen, dann ist das im Grunde völlig wurscht, ob das jetzt Nationalsozialisten sind oder ob das Kommunisten sind. Was bleibt, ist die Gemeinschaftlichkeit des Sozialismus unter dem Deckel der Kirche oder unter dem Hut der Kirche. Und das ist, was wir eben auch mit dieser Lesung probieren, den Leuten beizubringen. Ja? Es spielt keine Rolle, ob du dich für die rechte Seite des politischen Spektrums entscheidest oder ob du dich für die linke Seite des politischen Spektrums entscheidest. Du bist immer unter dem Hut der römisch-katholischen Kirche. Die einzige Möglichkeit, sich davon loszusagen, ist im Grunde dem Ruf Gottes zu folgen, der in Offenbarung 18, Vers 4 uns sagt, komm heraus aus ihr, mein Volk. Das hat nicht nur Bezug auf die falschen Kirchen, das hat nicht nur Bezug auf die römisch-katholische Kirche oder auf die protestantischen Kirchen, welche Gesinnung das jetzt auch sei, Calvinismus, Lutheranismus, Methodismus, Baptisten, oder wie auch immer man die alle nennen will, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist genauso mit diesem politischen System. Aus der Welt. Ne? In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, wir leben in dieser Welt, aber wir sollen nicht von der Welt sein. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, heraus aus dieser Welt. Wenn wir den Vers dann weiterlesen, ich müsste jetzt mal eben mir den gerade eben besorgen. Ich habe jetzt meine Schlachterbibel hier, muss ich mir mal eben zur Hand nehmen, dass ich das eben zur Hand nehme. Das ist ja Offenbarung Kapitel 18. Das ist ja genau der Punkt, Jörg.
Ja, Entschuldigung, sorry. Lass mich nur eben den Gedanken zu Ende führen, bitte. Mhm. Da steht dann ja in Vers 4, um es mal ganz zu lesen, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Das gilt doch sowohl für eine falsche und abtrünnige Frau, also Kirche, so wie es auch genau für diese Welt gilt. Oder bin ich da jetzt verkehrt, Michael? Nee, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Da habe ich jetzt auch keine andere Meinung zu. Aber es geht halt einfach darum, dass das Herrschaftssystem eigentlich den gut situierten Menschen egal ist. Ich habe den Eindruck, die Leute sind halt, passen sich halt der Zeit an. Es geht für die meisten halt tatsächlich nur um ihre materielle Existenz. Und deswegen sind die auch extrem biegsam und extrem flexibel, ob jetzt Sozialismus herrscht oder Nationalsozialismus oder jetzt eine Diktatur, Kommunismus oder irgendeine Regierungsform. Es ist denen relativ egal. Hauptsache, ihr Vermögen und ihre Vermögenswerte werden nicht angegriffen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die meisten Menschen Angst vor einer Veränderung haben, Angst mal vielleicht eine andere Partei zu wählen, wenn es denn etwas ändern würde. Die bleiben halt immer auf ihrem ganzen traditionellen Kurs, weil sie Angst haben vor einer Veränderung, weil sie Angst haben, etwas weniger zu bekommen. Und deswegen ist die herrschende Partei meiner Meinung nach immer im Vorteil, weil sie sagen, guck mal hier, euch geht's doch gut. Ja? Und deswegen sind die meisten halt sehr traditionell und ich komme auf dieses Wort jetzt nicht, nicht traditionell, konservativ eingestellt und lehnen halt alle neuen Sachen ab, so nach dem Motto, hätten auch immer eine Joti Jange, wie der Kölner sagt, also ist immer noch gut gegangen und so schlecht geht es uns ja gar nicht. Und wenn man sich die jungen Leute heutzutage draußen mal anschaut, die da demonstrieren gehen, ob in Chemnitz oder woanders, die erzählen einem noch, dass Deutschland super prima dasteht und dass wir da von allem Überfluss haben, weil sie halt einfach da so erzogen worden sind. Und deswegen hat die römisch-katholische Kirche leichtes Spiel. Ja, da muss ich nochmal eine ganz kurze andere Bemerkung dazu bringen, Michael, weil es ist ja im Grunde völlig wurscht, ob ich jetzt eine der etablierten konservativen oder traditionellen Parteien wähle oder ob ich zur Wahl gehe und ich wähle eine sogenannte Protestpartei, so eine neue, wie wir jetzt zum Beispiel in Deutschland ja diese seit ein paar Jahren aufgekommene AfD haben, die sogenannte Alternative für Deutschland, oder ob ich früher zum Beispiel die NPD gewählt hätte auf der rechten Seite oder die KPD oder DKP auf der linken Seite oder die Grünen oder die Linken, oder das spielt keine Rolle. Jede Partei, die in diesem System ist, ist eine Systempartei und kann von daher das System nicht verändern, weil jede Partei, die überhaupt zugelassen wird zu diesen Wahlen, die überhaupt Unterstützung bekommt, wo kommt denn die AfD auf einmal her? Die ist ja im Grunde wie ein Champignon über Nacht aus dem Boden gesprungen, ja? Weil die richtigen Leute dahinter standen und die richtigen Leute sie finanziert haben. Ob das jetzt solche Leute sind wie Soros aus dem Amerikanischen oder was weiß ich, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Punkt ist, jede einzelne dieser Parteien vertritt immer das, ich nenne es jetzt mal Establishment. Ja? Und man kann das Establishment, man kann die Gemeinschaft nicht aus der Gemeinschaft selbst heraus verändern, das kann man nur von außen. Und es gibt niemanden von außen, der das kann. Der Einzige, der das kann, und deswegen ist er es auch, der von außen kommt und es zerstört, ist Jesus Christus. Wenn der Stein, der nicht ausgehauen ist, mit Menschenhand kommt und die Figur, die wir in Daniel Kapitel 2 sehen, diesen Metallmenschen von vier verschiedenen Metallen zusammengebaut, Gold, Silber, Messing und Eisen, wenn dieser Stein die Figur in die Füße trifft und pulverisiert und dieses Pulver durch den Wind der überall auf der Erde verweht wird. Nur von außen kann man dieses System ändern oder vernichten. Jesus Christus ändert es dann nicht, er vernichtet es. Er vernichtet all die menschlichen Königreiche und errichtet sein göttliches Königreich dann hier. Weil dieser Stein wird dann ein großer Fels, der die ganze Erde umspannt, ein Königreich, das nie vergeht. So steht es geschrieben. Da glaube ich fest dran. Aber man kann mit irgendwelchen Parteien in dieser Welt, weder hier in Belgien, wo ich lebe, wo wir, was weiß ich, wie viele Parteien haben, es gibt 7 oder 8 flämische, dann gibt es das gleiche nochmal in Französisch, könnt ihr euch ja ausdenken. Das Land hier ist ja so fürchterlich, wir sind ja hier, ich glaube 50% der Leute, die hier in Belgien arbeiten, sind sowieso vom Staat abhängig, wenn es nicht mehr sind, kann man sich ja denken, wofür die dann arbeiten, natürlich für den Staat, ne?
Und in Deutschland ist das auch so. Welche Parteien man auch hat, ne? Wenn wir mal rechts anfangen, da haben wir dann die AfD, dann die CDU, die CSU, dann die FDP in der Mitte, dann die SPD, die Linken und die Grünen, also sind ja auch 7 oder 8 Parteien, die man da in total hat. Und keine einzige dieser Parteien hat jemals und wird jemals die Macht bekommen, um das System an sich zu ändern, weil das kann man nicht von innen heraus ändern. Das ist genau dasselbe, was Trump hat. Wenn er nach dem Motto "We will make America great again", wie er immer sagt, wir werden Amerika wieder groß machen, aus Amerika selbst heraus kann man das nicht. Ein korruptes System kann nicht aus sich selbst heraus für eine Reinigung sorgen. Das geht nicht, weil man kann nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt, weil wenn man das tut, dann fällt man ja selbst runter. Und dann kann man ja nichts mehr ändern. So, und jetzt nochmal eben, ich habe die letzten paar Minuten hier das Bild bereits eingeblendet von dem Lord Rothschild. Das ist genau der Punkt, den du vorhin meintest. Der Rothschild hat diesen berühmten Satz geprägt: Mich interessiert nicht, welche Puppe auf dem Thron von England sitzt und das Imperium regiert, in dem die Sonne niemals untergeht. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, der kontrolliert das britische Empire. Und ich kontrolliere das britische Empire, dem seine Geldmenge. Und genauso ist das heute auch. Das sind genau die Leute, die du angesprochen hast. Die Leute, die da oben sitzen, denen interessiert es nicht, wer die Gesetze macht, solange sie dabei ihr Geld verdienen können. Das ist genau der Punkt, den Rothschild hier auch damals gemacht hat. Wollte ich nur mal eben kurz zur Sprache bringen. Ja, mein Gedanke ging noch in eine ganz andere Richtung, und zwar gar nicht um diese politischen Parteien selber, sondern um die Geschichte, dass solange es den Menschen gut geht, da sie nur auf die materielle Existenz fixiert sind, ja, sie am bestehenden Establishment nichts ändern wollen. Und das Ja. geht jetzt nicht nur um die Politik, sondern auch beispielsweise um den Punkt, warum sollen die sich denn jetzt mit einer anderen Kirche oder überhaupt mit der Bibel beschäftigen, solange Ja. es denen gut geht? Ich weiß, jetzt willst du im Grunde darauf hinaus, dass die ganzen Leute, die in Deutschland mehr oder weniger vom Staat abhängig sind, hauptsächlich die wir unter dem Namen Hartz-IVler und solche kennen, dass die keinen Aufstand deswegen machen, weil solange sie ihre Brot und Spiele haben, mit anderen Worten ihre Bildzeitung, ihr RTL-Fernsehen und ihr Schweinesteak am Abend und ihr Bier am Abend und ihren Fußball haben, solange geben die Ruhe. Das ist das, Das was ist du meinst, in ja, anderen das ist die Worten, ne? eine Seite. Die zweite Seite sind die Leute, die die Meinung machen, die Leute, die also wirklich die finanzielle Macht haben, ja, die die Medienmacht haben, denen geht es ja so gut, dass die auch sagen, ja, warum soll ich mich denn jetzt mit einer King James Bible oder mit einer Schlachter rumschlagen? Diese Frage stellt sich den Menschen ja gar nicht, weil es denen ja viel zu gut geht in ihrer Matrix da, in ihrer Scheinwelt des Antichristen. Das ist ja auch ein Punkt, der, glaube ich, völlig unterschätzt wird. Solange ich Millionen habe und mir gut geht und ich alles habe zum Leben, warum soll ich mich denn da mit irgendwelchen geistigen Dingen beschäftigen? Läuft doch alles, ist doch super. Deswegen Also kann ja hab. auch so ein Multimillionär wie Trump Präsident in Amerika werden. Ja, aber das funktioniert in jedem Land, weil man die Leute halt einfach mit Luxus zugleistert. Kommen die gar nicht auf den Gedanken, dass es noch wichtigere Dinge gibt als ein dickes Auto und eine schöne Wohnung und sonstige Annehmlichkeiten des Lebens. Aber das ist halt in unserer Gesellschaft völlig verkümmert, weil es auch nirgendwo gelehrt wird. Da kommt man halt selber erst drauf, wenn man in der Regel eine Krise hat, ob die jetzt finanziell ist oder gesundheitlich ist oder sozial ist oder durch einen Trauerfall. Irgendwann kommt man dann plötzlich zum Nachdenken und am Ende, wenn die Leute keine Idee mehr wissen, dann ist halt Gott schuld. Ja, nach dem Motto, das interessiert mich alles nicht, solange das mich selber nicht berührt. Solange ich selber persönlich So. da keine Nachteile draus empfinde, lass sie doch machen, das interessiert mich nicht. Das, Und solange wir der nennen das hier, Leidensdruck wir nennen nicht das hoch hier in genug ist. Belgien laissez-faire, ja, aus dem Französischen heraus, ne? Das lass doch passieren, diese Mentalität. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, ne? Ja, und solange der Leidensdruck nicht groß ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jetzt hier diese Lesung hört, der jetzt meinetwegen Broker ist oder irgendwelchen anderen hochbezahlten Job nachgeht, der hat halt eine ganz andere Lebensführung als jemand, der vielleicht gerade durch eine gesundheitliche Krise oder durch eine existenzielle Krise geht und dann froh ist, auf solchen Kanal zu stoßen. Ne? So meine Idee dazu. Ja, gar nicht verkehrt. Ja, Viktor, hast du auch noch irgendwas dazu zu sagen? Du bist so auffallend still. Also jetzt so direkt zu dem Punkt, den ihr jetzt zuletzt angesprochen hattet, ja, den kann ich allgemein auch nur so beiflechten. Wüsste jetzt eigentlich jetzt nicht weiter, was ich da jetzt noch zu anfügen könnte.
habe ich jetzt so an sich auch irgendwie auch jetzt den Eindruck auf jeden Fall, dass den ja auch sicherlich vielen Mittelständlern, die auch ein bisschen besser gestellt sind oder denen es auch ein bisschen besser geht allgemein, denen das auch letztendlich immer egal ist. Solange es die Mittelständler noch gibt, ne? Ja, eben Weil den und Mittelstand irgendwann. abschaffen ist natürlich eine Priorität der römisch-katholischen Kirche mit der Umverteilung des Geldes auf dieser Welt. Das sehen wir in der päpstlichen Enzyklika Caritas in Veritate von dem Papst, wo es eben darum geht, den Reichtum in dieser Welt anders zu ordnen und das Geld von den reichen Ländern zu nehmen und es den Armen zu geben. Und die reichen Länder sind nun einmal eben leider, muss man sagen, weil das in der Geschichte sich so etabliert hat, die protestantischen Länder, weil durch den Protestantismus kam eben auch die Unternehmensfreiheit, ja, wie zum Beispiel eben der Mittelstand. Komischerweise spricht die Bibel aber, wenn es darum geht, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, hauptsächlich darum, dass es nur noch Arme und Reiche gibt. Es gibt da keinen Mittelstand mehr, da gibt es nur noch zwei Klassen. Genauso wie damals in der alten Weltordnung. Ja. Und ich glaube, das, was man auch heute ganz gut beobachten kann, jetzt auch speziell, sage ich mal, jetzt auch für Deutschland, auf Deutschland bezogen, dass wir immer mehr zu so einer Dienstleistungsgesellschaft ja mutiert sind, was das dann letztendlich ja auch nochmal so ganz gut widerspiegelt, finde ich, ne? Ja, wir produzieren nichts mehr, ne? Ja, es ist irgendwie alles nur noch, wie nennt, sagt man heutzutage, so viele Bullshit-Jobs, ne? Richtig. Und in Amerika ist das nicht viel anders, ne? In Amerika, die produzieren ja nicht mal mehr die Schaufeln, mit denen sie ihr eigenes Grab graben können. Die Autoindustrie ist da noch total am Boden. Jetzt mal abgesehen von vielleicht dieser einen Firma Tesla, die ja gerade hochkommt. Finde ich auch immer so ganz witzig. Jeder spricht von diesen Elektroautos Tesla und hat keine Ahnung, wer Nikola Tesla war, sich damals zu erkundigen. Das ist ein anderes Thema. Aber in Amerika ist ja die Produktion auch ausgelagert und zwar hauptsächlich nach China und sowas. Und bei uns hier ist das doch auch so. Ich meine, wir haben noch Autofirmen wie Mercedes, BMW und Volkswagen, die noch Autos in Deutschland produzieren. Aber zum ersten produzieren die Autos, die kein Schwein mehr haben will, weil die Dieselmotoren haben, der jetzt verteufelt wird. Dass die Leute die Dieselautos alle wegtun müssen und sich dann neue Autos kaufen müssen. Aber die Produktion sind doch eigentlich von diesen Firmen zum großen Teil ausgelagert. Ich meine, die produzieren in allen möglichen Ländern dieser Welt und in Deutschland nur noch das, was sie absolut machen müssen, um dann noch ihren Standpunkt zu behalten. Aber im Grunde ist die Produktion ausgelagert und damit wird eben auch mit der Produktion wird eben auch der Wohlstand ausgelagert. Und wenn man sich mal solche Städte anguckt oder überhaupt Länder anguckt, wie zum Beispiel China, die zwar kommunistisch geführt sind, aber wie die wirtschaftlich boomen, also wirklich explodieren, ja. Ich habe gestern zum Beispiel so ein Stück gesehen von einer Stadt, die heißt Shenzhen. Die liegt eine halbe Stunde U-Bahnfahrt von Hongkong weg. In China hat in den 80er Jahren 30.000 Einwohnern, heute 12 Millionen. Ja, da explodiert der Reichtum und da explodiert nicht nur die Bevölkerung, da explodiert auch gleichzeitig der Reichtum, weil die ganzen Dinge von uns hier im Westen ausgelagert werden dahin. Und das ist eben im Einklang mit dem päpstlichen Enzyklikal Caritas in Veritate. Kann man eben sehen, ob ich da nicht ein Bild von habe. Wird mich wundern, wenn ich das nicht habe. Da geht es um die Umverteilung des Reichtums auf dieser Welt. Ja? Hier Caritas in Veritate mit dem wundervollen Papst Ratzinger hier, der das damals rausgebracht hat, das Papier. Und dann gibt es da auch noch ein englisches Charity in Truth. Na? Das ist dann die englische Übersetzung davon. Und hier haben wir das Bild auch nochmal vom Papst Benedikt dem 16. Ja? Caritas in Veritate. Wenn man das mal durchliest, er schreibt hier als Untertitel Confronting World Problems with Gospel Power. Ja, also die Probleme dieser Welt angreifen mit dem Evangelium. Das Problem ist nur, dass das Evangelium der römisch-katholischen Kirche, das Evangelium von Papst Benedikt dem 16. und jedem anderen Antichristen vor und nach ihm nicht das Evangelium der Bibel ist. Und hier geht es um eine Umverteilung des Reichtums. Da ist nicht nur Caritas in Veritate, sondern da gibt es auch noch eine andere päpstliche Bulle auf den Namen oder Enzyklika auf den Namen komme ich jetzt im Augenblick nicht. Natürlich nicht, das fällt mir immer gerade in dem Moment. Wo es wirklich darum geht, dass man eben das Gemeinwohl vor das individuelle Wohl stellt. Und das ist dann basiert auf der ganzen Lehre von Thomas von Aquin. So heißt er, glaube ich, im Deutschen, ne? Thomas von Aquin oder Thomas Ja. Aquinas. Ja.
mit seinem Werk Summa Theologica aus dem 13. Jahrhundert, das eben basiert auf der philosophischen, Sichtweise der griechischen Philosophen Aristoteles, Plato und Sokrates, und dass man eben den Reichtum verallgemeinern muss. Niemand hat noch mehr privaten Besitz, alles ist dem Gemeinwohl untergeordnet und alles, was ich habe, darf ich haben, solange ich es brauche. Wenn ich es nicht mehr brauche, ist es Gemeinwohl. Mit anderen Worten, ich fahre für 2 Wochen in Urlaub, meine Wohnung ist abgeschlossen, ich komme zurück und in meiner Wohnung wohnen irgendwelche Flüchtlinge. Ja, die haben Not und deswegen dürfen sie hier wohnen. Das klingt jetzt für einige Leute vielleicht unglaubwürdig. Dann erkundigt euch mal, was Walter Veit, der 7-Tags-Adventist, darüber zu erzählen hat, der hauptsächlich in Südafrika wohnt, wo solche Dinge gang und gäbe sind, wo das passiert. Und ich habe, glaube ich, auch mal in dem Buch von Kobialka darüber gesprochen, in Afrika, am Anfang dieses Buches, wo es darum ging, dass man sich einfach die Dinge zu nutzen macht, die man braucht, eben weil man sie braucht, weil da eben Not ist. Und mit unter anderem Caritas in Veritate unterstützt die römisch-katholische Kirche solche Dinge nicht nur, sondern führt sie wirklich ein, weil in der zukünftigen neuen Weltordnung, auf die wir zugehen, die nichts weiter ist als die alte Weltordnung herstellt, da gibt es nur noch den Feudalstaat, da gibt es die paar reichen Regierenden und die Masse Arme der Regierten und daran. Unten an der Stelle. Und man will eben versuchen, den Reichtum von den reichen Ländern wegzunehmen. Und wie kann man das am besten machen? Wenn man diese Länder in Schulden stürzt. Nun guckt euch doch mal unsere westliche Welt an. Es gibt doch kein einziges Land, das nicht bis über das letzte Haupthaar in Schulden versunken ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika sitzen bei über 70 Billionen oder was weiß ich, welche Zahlen da inzwischen rum, Trillionen, welche Zahlen da inzwischen rumgeschmissen werden in Schulden. Deutschland geht es nicht besser, überhaupt in der ganzen EU, die leben alle nur auf Schulden. Schulden ist aber kein Guthaben. Ja, wer hat denn das ganze Guthaben? Hier, das Gesicht seht ihr, die römisch-katholische Kirche, die haben das ganze Guthaben. Die geben uns Fiat-Geld, falsches Geld, Monopoly-Geld und behalten inzwischen die wirklichen Werte. Den Boden, die Bodenschätze, Gold und so weiter und so weiter. Das gehört alles der römisch-katholischen Kirche und den ihr unterstellten Ritterorden und Mönchsorden und wie immer man das nennen will. Da ist der Reichtum und wir kriegen Monopoly-Geld. Ja? Man muss ja auch mal fragen, wer beispielsweise die Parteien im Dritten Reich unterstützt hat. Ne? Ja, wer zum Beispiel? Denn der kam ja auch hinaus? Nicht. Ja, weil es halt einfach wirklich immer um diese Monopolität des Geldes geht, des Geldflusses geht. Es ist ja genau, wie du jetzt eben eine bestimmte deutsche Partei angesprochen hast, ja auch nicht so, als wenn jetzt eine bestimmte deutsche Partei aus dem Dritten Reich plötzlich über Nacht das Gelddrucken erfunden hätte. Sondern das hat ja alles auch letzten Endes mit Geldströmen angefangen, die ja aus ganz anderen Quellen herkamen. Da gibt es ja genug, was man recherchieren kann. Naja, ja? Gut, es geht natürlich das Buch über Hitler, wie er von der Wall Street gegründet wurde. Wie heißt der? Sutton? Anthony C. Sutton hat doch das Buch geschrieben. Hitler in Wall Street and Hitler's Rise in Wall Street oder sowas in der Richtung. Hat er das Buch doch, glaube ich, geschrieben. Darauf willst du vielleicht hinauf? Nicht nur deswegen. Also wie gesagt, das kostet ja auch alles immer ganz viel Geld, sowas zu inszenieren. Und ich habe da im Kopf, dass er, dass der Adolf, der bekloppte Österreicher da, einer der ersten gewesen ist, die sich wirklich so richtig so Medien wahnsinnig profiliert haben. Ja, da gab es eine Kampagne damals, die hieß Hitler über Deutschland, wo er also tatsächlich dann in so einer Focke oder so einem Doppeldecker, wie auch immer, in so einem Flugzeug auf jeden Fall dann zu den einzelnen Reden geflogen wurde und er kam dann sozusagen vom Himmel herab, der göttliche Führer. Ja, wenn man da sich so eine Metapher baut, so ein Bild anschaut, ja, dann hat man dann doch schon, glaube ich, eine ganz gute Entsprechung, was da für ein Bild aufgebaut werden sollte von ihm als göttliche Vorsehung. Ja, Papst Pius XI. Hat ja Mussolini den Mann der Vorsehung genannt, ne? Mhm. Das haben wir ja vorher hier gelesen. Ja, ich habe jetzt das Bild von Hitler in Hitler's Rise and Wall Street Collection, da wie das Buch heißt, weiß ich jetzt nicht auswendig, habe ich nicht hier, aber es gibt da eben auch Wall Street and the Bolshevik Revolution, also wie Wall Street, also das finanzielle Zentrum der Vereinigten Staaten von Amerika, die bolschewistische Revolution finanziert hat, eben von demselben Autor, Anthony C. Sutton. Das andere habe ich jetzt hier anscheinend nicht, Bild hier. Ne?
Das ist natürlich alles ein sehr interessanter Punkt, den wir da heute besprochen haben. Wir haben wieder nicht viel von der Lesung geschafft, aber ich glaube, dass auch diesmal Dinge sind, die besprochen werden müssen. Vor allen Dingen eben auch, dass wir uns da bewusst von werden müssen, dass solange wir uns von Menschen steuern lassen, wir auch immer nur die Lösungen vorgeschüsselt kriegen, die Menschen für uns vorschlagen und niemals die Lösungen vorgeschüsselt kriegen oder die Lösungen sehen können, die der Herrgott für uns vorgesehen hat. Und wie gesagt, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Offenbarung 18, Vers 4 nicht nur für Kirchen gilt, sondern eben auch dafür gilt, dass wir aus dieser Welt rauskommen sollen, dass wir nicht der Liebe zum Geld nachgeben sollen, weil die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Das sind ja viele Leute da, die meinen, Geld ist die Wurzel allen Übels. Nee, nee, nee. Aber die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und das sorgt eben dafür, dass wir solche Systeme haben, wie wir sie heute haben. Und leider eben auch dafür, dass wir solche Systeme bekommen, wie wir sie bekommen, weil die Leute nicht aufgeklärt sind über die Hintergründe, was wir mit der Lesung dieses Buches hier heute wieder einmal, ich glaube, das war jetzt die 27. Lesung oder so, versucht haben, den Menschen deutlich zu machen. Ja, noch weiterlesen hat nicht viel Sinn, weil wir sind, glaube ich, schon eine gute Stunde inzwischen in der Lesung oder in dem Video hier fortgeschritten. Na, diese eine Stunde, genau, siehst du. Da können wir besser langsam zum Schluss kommen und dann werden wir wohl nächstes Mal mit der vierten Lesung, hoffe ich, dieses 10. Kapitel, dieses interessante Kapitel des Buches hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Na, wir sind jetzt hier auf Mitte von Seite 3. Wir müssen dann noch die Seite 4 hier lesen. Das werden wir dann nächstes Mal zu Ende bringen. Und von daher möchte ich gerne an Michael und an Viktor eben die Frage geben, ob sie noch ein Schlusswort haben, um diese Sendung, die ja sehr interessant war, zum Abschluss zu bringen. Michael. Also ich habe eigentlich jetzt mein Pulver verschossen für heute. Das ist mir auch schon öfter passiert, ja. Okay, dann verabschiede ich mich bei dir schon mal und dann wollen wir mal sehen, ob Viktor vielleicht noch etwas aus seiner Sicht dazu beizutragen hat. An sich nicht mehr viel. Ich fand jetzt nur noch mal ganz gut zum Schluss, um auch zu sehen, wie die katholische Aktion schon vor Jahrzehnten ja angefangen hat zu wirken und das im Grunde noch bis heute tut. Und ja, dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Dann vielleicht schaffen wir ja doch den Rest. Mal sehen. Ja, ich hatte heute Abend eigentlich auch erst den Eindruck, dass es die letzte Lesung sein würde, aber dann sind wir doch noch ein wenig abgedriftet in andere Dinge. Aber, meine lieben Brüder und Schwestern, in andere Dinge, die auf der einen Seite mit der Bibel zu tun haben und von daher sicherlich nicht vernachlässigt werden dürfen im Zusammenhang mit dieser Lesung, weil wir müssen alles auf der Bibel basieren. Und ihr könnt ja in euren Kommentaren gerne mal mit reinschreiben, ob ihr das mit der Offenbarung 18, Vers 4 genauso seht, wie ich das sehe. Ruft Gott uns dann nur aus der falschen Kirche raus, aus der Hure Babylon und der ihr anverwandten Töchter, diesen vom falschen Propheten heutzutage geleiteten sogenannten protestantischen Kirchen? Oder ruft er uns eben auch aus der Welt heraus? Weil die Welt ist ja eben auch voller Sünden. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht abbekommt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden haben inzwischen den Himmel erreicht. So ungefähr, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich mehr vor mir liegen, steht es da ja drin. Ist ja interessant, auch mal eure Meinung dazu zu hören. Meiner Meinung nach kann man das sowohl geistlich, also spirituell sehen, als auch weltlich verstehen. Dass der Herr uns aus beiden herausruft, eben zu sich, in sein Reich zu kommen. Ein Reich, das ewiglich regieren wird, wenn Jesus Christus, der Stein nicht ausgehauen aus Menschenhand, die Statue aus Daniel Kapitel 2 in den Füßen trifft und zu Pulver machen wird und dieses Pulver vom Wind verweht wird und sein Königreich dann die Welt umspannt und für ewig da sein wird. Ich für meinen Teil kann nicht warten, dass das passiert. Besser heute in den nächsten 5 Minuten als morgen. Am liebsten eigentlich schon gestern. Aber wir müssen auch immer wachsam sein und wir dürfen uns nicht verleiten lassen, um etwas als Jesus Wiederkunft zu akzeptieren, was seine Wiederkunft nicht wirklich ist. Es gibt Blue Beam und alle möglichen technischen Dinge, die vielleicht Dinge, von denen wir noch nie gehört haben, die
die sie gebrauchen, um die Wiederkunft Jesu Christi uns vorzuspielen. Und das Wichtigste ist, dass wir begreifen, dass die Bibel ganz deutlich sagt, wenn er wiederkommt, dann werden wir, die Lebenden, verwandelt werden in einem Augenblick und werden den Herrn in der Luft treffen. Ganz einfach, wenn irgendetwas passiert und ihr seid euch nicht sicher, ob es das ist, kneift euch mal. Wenn ihr noch im Fleisch seid, in diesem Sündigen, dann ist es das nicht. Dann seid ihr vielleicht einem falschen Christus aufgesessen. So, und damit möchte ich das für heute dann gerne abschließen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.